Wie Sie alle sehen können, in meinem Vortrag wird es heute um Enttäuschungen gehen. Enttäuschungen und leere Versprechungen, die ich meinem Doktorvater einst gegeben habe. Ja, es gibt immer so Initiationsgespräche mit Doktorvätern oder Doktormüttern, wo man das Thema versucht, gemeinsam zu verabreden. Und unseres muss ungefähr so abgelaufen sein. Er muss sinngemäß gesagt haben, wählen Sie ein unerforschtes und überschaubares Thema, das Sie für einen Zeitraum von 3 Jahren begeistern wird. Und dann habe ich die Qual der Wahl gehabt und werde gedacht haben, Comics, Walter Moers, Gegenwartsliteratur, Actionfilme. Und gesagt habe ich offenbar, okay, dann schreibe ich über 188 nationalsozialistische in Fraktur gedruckte Kriegsromane. So übel spielt einem das Leben manchmal mit. Sie können schon sehen, das war der erste unserer Ach-so-Dialoge. Ich habe eine sehr selektive Wahrnehmung an den Tag gelegt in diesem Gespräch und ich habe ungefähr nur gehört, wählen Sie doch irgendein Thema, und habe die Kernbotschaften, die er mir sagen wollte, dies sollte unerforscht sein, überschaubar, mich begeistern und ich soll gefälligst in 3 Jahren fertig werden, die sollte ich berücksichtigen. Das habe ich nicht getan. Deshalb stehe ich jetzt hier. Deshalb habe ich über 188 nationalsozialistische Kriegsromane geschrieben, die sich mit dem Ersten Weltkrieg befassen. Im Dritten Reich geschrieben, mit dem Ersten Weltkrieg befassen, nicht durcheinander kommen. Und da müssen Sie jetzt durch. In der Forschung hat man Erwartungen und die werden oft enttäuscht, das ist leider so. Und eine Erwartung, die ich herangetragen habe an meine Arbeit mit diesen Romanen war, dazu wird es doch jede Menge Forschungsliteratur geben. Da wird doch Guido Knopp schon was zu gemacht haben. Hitlers Helfer, Hitlers Hunde, Hitlers Kinder, Hitlers Frauen, der hat doch alles gemacht. Und die Wirklichkeit war hart. Nur zum Überblick. Weltkriegsliteratur, damit meine ich Romane, Erzählsammlungen, Lyriksammlungen und Dramen, die den Ersten Weltkrieg behandeln und zwischen 1914 und 1939 erschienen sind, gibt es knapp 8000. Und die fallen auf die Publikationszeiträume ungefähr in dieser Form. Die meisten sind in den Kriegsjahren selbst erschienen. 1916 Kriegseuphorie, danach ging es ein bisschen bergab. In der Weimarer Republik gibt es noch mal einen kleinen Peak hier. Das ist 1928 verursacht worden durch Erich Maria Remarques, Im Westen nichts Neues. Und danach geht es aber ungefähr so weiter. Und es gibt sogar noch mal einen Peak 1938. Die Begeisterung lässt also eben nicht nach. Interessant, wenn wir uns das so nochmal anschauen, wir haben eine relativ gleichmäßige Verteilung also auf diese 3 Zeiträume. Hier im Wesentlichen Kriegslyrik, hier ganz viele Kriegs- und Antikriegsromane und hier auch irgendwelches Zeug. Wie verhält sich jetzt die Forschung dazu? Es gibt ungefähr 13.500 Buchseiten über die Kriegsliteratur im Dritten Reich. Über die Weltkriegsliteratur im Allgemeinen, die deutsche. Und die lassen sich jetzt folgendermaßen auf diese Zeiträume festlegen. 1/3 beschäftigt sich mit der Kriegslyrik während der Kriegsjahre und weitere 64% mit den Kriegs- und Antikriegsromanen in der Weimarer Republik. Aber nur 3% haben sich die Kriegsliteratur im Dritten Reich zum Gegenstand gemacht. Mit anderen Worten, es gibt verdammt viel, aber keinen hat es interessiert. An dem Punkt sollten Sie misstrauisch werden. Und ich hätte es auch sein können. Ich dachte, na gut, das ist eine tolle Forschungslücke. Meine erste Vermutung war nun, okay, es gibt viel Literatur, aber die ist halt in sehr kleinen Auflagen publiziert worden. Es waren keine Bestseller. Und bisherige Studien haben das scheinbar belegt. Es wurden 5, 6 bzw. 9 solcher Bestseller nachgewiesen, NS-Kriegsromane mit hohen Auflagen, wobei der nur von dem abgeschrieben hatte. Und der hat das Internet irgendwie verpasst. Tatsächlich aber sind es mindestens 40 solcher Texte. Mit anderen Worten, die wurden auch viel gelesen. Danke. Die wurden auch viel gelesen. Und daran knüpfen sich jetzt natürlich weitere Erwartungen. Nämlich, wenn es schon so viele gibt und die waren so erfolgreich, dann müssen das auch Sprachkunstwerke sein, wo die Satzmelodik einen zum Beben bringt, wo einfallsreiche Metaphern zu finden sind. Die Wirklichkeit ist immer härter, als man denkt. Dies ist ein Ausschnitt, und Sie müssen ihn bitte nicht lesen, es hilft Ihnen ja gar nicht, aus Ulrich Sanders' Erfolgsroman Pioniere. Der hat es geschafft, 200 Seiten zu schreiben und dabei weitgehend auf Hauptsätze zu verzichten. Seine größte sprachliche Kunst waren Onomatopoetika wie Ratatatatat und Blublub, 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 Blublub.
auch sowas wie Konjunktiv hat er nur von Weitem gesehen, keine Verwechslungsgefahr mit ernsthafter Literatur wie Goethe, Kafka, Thomas Mann etc., die die Kunst des Nebensatzes beherrschen. Man könnte inzwischen ja sagen, das ist eine geradezu präsidial anmutende Rhetorik, das kennen wir doch irgendwoher. Verzicht auf Nebensätze. Ich schließe mich an meinen Vorredner an. Ich finde, das ist eine interessante Rhetorik, bei Ulrich Sander aber eben mit Konzept. Wie gesagt, das ist wahnsinnig ähnlich. Bei Ulrich Sander aber im Gegensatz dazu mit Konzept. Wenn wir hier diese Wiederholung sehen, immer dieses Make America Great Again, bla 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 bla, bei Ulrich Sander haben wir auch ständige Wiederholungen. Aber hier macht es halt Sinn, weil er damit versucht abzubilden, also wortgleich, derselbe Absatz immer wieder, Hauptsätze. Sie wissen schon, das sind die ohne Kommas. In diesem Fall aber mit Konzept, weil es abbilden soll, dass das Weltkriegserlebnis das ein immer gleiches ist, dass sich das immer wiederholt, dass es genauso immer wieder eintritt, immer dieselbe Grabenerfahrung. Und deshalb hat auch diese Reduktion auf Hauptsätze durchaus eine Funktion. Das soll authentischer wirken, es soll augenblicklicher wirken, nicht so komplex. Wer im Graben sitzt, kann keine Nebensätze schreiben, das geht ja gar nicht. Hier also mit Konzept. Die dritte Erwartung, die ich herangetragen habe an meine Arbeit, war, Kriegsromane sind doch bestimmt Bücher von Kriegsveteranen, für Leute, die im Krieg gewesen sind. Nein, auch dies ist falsch. Denn tatsächlich, wenn eine Analyse der Vorwörter, der Verlagsanzeigen, der Prospekte und der Schutzumschläge hat ergeben, dass über 20% für Kinder und Jugendliche geschrieben worden sind. Meine Eltern haben beschlossen, mich auf ein Fahrrad zu setzen, anstatt mir Kriegsromane zu geben, aber das war offenbar irgendwann mal ganz anders. Es gibt also eine relativ hohe Zahl von jugendlichen Lesern. Es geht nicht nur darum, das kollektive Gedächtnis für die alten Veteranen gemeinsam zu prägen, sondern es geht um die militärische oder militaristische Indoktrination der nächsten Generation. Und zwar sowohl für Jungen als auch für die Mädels. Damit komme ich zur nächsten Erwartung. Ich habe gedacht, ich stelle alles auf den Kopf. Bisher hat man immer gedacht, die Ostfront wurde vergessen, Russland. Da hat niemand mehr dran gedacht nach dem Ersten Weltkrieg. Alle haben nur über die Westfront gesprochen, über Flandern, über Frankreich. Und ich dachte, damit räume ich auf. Das ist ganz einfach. Ich habe diese 188 Romane. Ich mache alles anders. Ich mache eine Karte. Ich habe mich mit einer Geografin zusammengesetzt. Wir haben eine Karte erstellt. Wir haben alle Handlungsorte aus diesen 188 Romanen herausgesucht. Wir haben die Koordinaten bestimmt und wir haben eine komplizierte Karte erstellt. Und die hat gezeigt, dass, was alle gesagt haben, genau richtig ist. Die Ostfront ist leider wirklich total vergessen, aber jetzt haben wir eine Karte, die das zeigt. Manchmal ist Wissenschaft eben total unspektakulär, man zeigt, was alle schon geglaubt haben. Und damit komme ich zu meiner fünften Erwartung. Der Franzose ist doch immer der Feind in diesen Romanen. Und das war, in diesem Fall hat die Wirklichkeit ihre hässlichste Fratze gezeigt. Manchmal ist Wissenschaft auch ungenießbar. Ich habe gedacht, Gut und Böse werden doch einfach aufgeteilt sein, zwischen den guten Deutschen und den bösen Franzosen. Die Lektüre der allermeisten Romane zeigt aber, dass dies nicht so ist. Die ideologische Demarkationslinie verläuft nicht zwischen den Nationen, sondern sie verläuft mitten durch sie hindurch. Es sind eben nicht die Nationengrenzen, die Gut und Böse voneinander trennen, sondern es sind verschiedene Wertewelten. Eine soldatische Wertewelt, die von so etwas geprägt ist wie Gehorsam, Treue, Kameradschaft, Führerglaube und eine zivile Wertewelt, die von Familie, Liebe und Konsum geprägt ist. Und die Figuren bewegen sich nun zwischen diesen beiden Welten hin und her. Und das ist das Spannende an diesen Romanen und danach kann man sie auch kategorisieren. Und zwar neu kategorisieren und nicht nur von Kriegs- oder Antikriegsromanen sprechen. Damit komme ich schon zu meinem Fazit. Sie haben es schon hinter sich, Sie müssen die jetzt nicht alle lesen, diese 188 Romane. Es gibt viele NS-Kriegsromane, aber niemand kennt sie. Zweite Schlussfolgerung, NS-Kriegsromane brauchen keine Nebensätze. Insofern ist Trump eigentlich ein idealer Kandidat für NS-Kriegsromane. Drittens, habe ich das so gesagt? Also das kann man ja rausschneiden, oder? Drittens, NS-Kriegsromane richten sich zu einem großen Teil auch an Kinder und an Jugendliche. Und die Schurken sind eben nicht die Franzosen. Und das ist die fünfte Schlussfolgerung ist, finde ich, eine ganz wichtige, weil sie uns alle betrifft, und zwar über die Fächergrenzen hinweg, weil Wissenschaft eben nicht immer nur great und huge und terrific und sonst was ist und nicht immer nur großes Trara und Skandal und Spektakel. Manchmal ist Wissenschaft eben einfach nur ein Vorankommen mit kleinen Schritten und auch ein bisschen mit Enttäuschung. Ich hoffe, ich habe Sie 10 Minuten ein wenig unterhalten. Vielen Dank.